Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Ausgabe mit Rikus, Zellos Hi. und mir. Hallöchen. Dem Trio Infernale. Eigentlich heißt es Duo Infernale, aber ist egal. Wir sind das Trio Infernale. Ein weiterer wunderschöner Podcast heute mit dem Thema Orte, an die wir gerne verreisen würden. Oh mein Gott, wir verreisen. Wir haben Geld. Was? Nee, wir würden ja gerne. Ja, wir würden gerne, genau. Wir würden. Das ist ja ein Konjunktiv. Heißt das Konjunktiv? Wir können es uns nicht leisten. Ich glaube, ja. Genau. Alphabetisch oder wie wollen wir machen? Ja, wie immer. Du fängst an und dann ich. Du kannst gerne anfangen, mein B. guter Mann. Barry. Ja, ich habe tatsächlich auch zwei Orte. Ich fange mal, mach einfach mal alphabetisch, nicht, dass es irgendwie die Leute denken, dass es irgendwelche Reihenfolgen-Dinge oder so gibt. Also, Land 1 bei mir. Ägypten. Oh, schön. Leute, die mich kennen, wissen, ich stehe so ein bisschen auf ägyptische Geschichte, auf Pyramiden und diesen ganzen Vielefanz. Allerdings mag ich es nicht so gerne, von Terroristen erschossen zu werden oder in die Luft gesprengt zu werden. Das was? Soll denn nicht so schön sein, ja? Ja, deswegen, ich habe da vieles gehört, auch so Tunesien, was ich jetzt eigentlich nicht nennen wollte, aber ist auch so ein Land beispielsweise so in Afrika, wo man auch teilweise sehr schön Urlaub machen kann, aber sobald man aus dem Gefängnis, aus dem Hotel rausgeht. Das ist nicht ganz falsch, das ist ja, falsch, ja, versprochen. Wenn man aus dem Hotel rauskommt, dann ist da halt sofort ein Stacheldrahtzaun, Soldaten und hier kannst du nicht weiter und weiß ich nicht. Und Ägypten, da, ich würde mir halt unglaublich gerne diese Pyramiden angucken, aber ich sehe das auch realistisch, wahrscheinlich sieht man nur irgendwie so die 5%, die alle sehen sollen und das wirklich Interessante, dafür muss man dann irgendwelche Leute schmieren, so stelle ich mir das zumindest vor. Ah, ich habe noch interessantere Pyramide. Wenn du mir gibst 200 Pyramide. Dollar, ich zeige dir. Heute um 3 Uhr nachts. So stelle ich mir das halt vor. Zeige ich dir meine Pyramide. Ich habe mich gerade an die Szene erinnert, aus Asterix Obelix bei Kleopatra. Das muss war ich auch so. Auch dran denken. Ja, du musst dir auch gerade dran denken. Ich zeige dir die Pyramide und dann lässt er dich einfach irgendwo da drin und verschwindet. Ja, nee, also ich weiß, dass das böse ist, dass ich so über dieses Land denke und dass es wahrscheinlich auch Vorurteile sind und vielleicht ist es auch total ungefährlich, aber ich habe Angst. Ich würde die Pyramiden gerne sehen, aber ich habe Angst und deswegen bleibt es wahrscheinlich bei dem Würde. Und ja, aber ist bestimmt ganz toll da. Kann ich minimal beruhigen, unser Azubi war jetzt auch letzt in Ägypten im Urlaub und ist heil zurückgekommen. Also einigermaßen geht's wohl doch. Ich denke, Ägypten ist okay, das ist schon ein recht sicheres Land. Ich glaube, das ist allerdings noch zu weit westlich, glaube ich, ja, das ist, was du mitbekommst. Je weiter du dann so ins Landesinnere gehst, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich mich da wirklich auskenne, aber man hört halt so Dinge und so ein bisschen mulmig wären wir dann auch bei der Sache, muss ich sagen. Also, ja, dieser Herrscher ist auch, glaube ich, ziemlich merkwürdig, dieser Diktator, der da regiert. Ich weiß den Namen gerade nicht, aber er existiert. Ja. Aber gut, das war auch schon tatsächlich mein erstes Land. Aber auf jeden Fall interessant. Wie gesagt, also ich halte nicht viel von, also das klingt jetzt vielleicht doof, ich halte nicht viel von Afrika, aber interessant wäre das mit Sicherheit. Ja. Also aufgrund der Umstände, die in Afrika herrschen, deswegen bin ich da kein großer Fan von. Aber ja. Ist gut, alphabetisch ist cool. Kommen wir dann tatsächlich jetzt schon zu Rikus. Okay, dann mache ich's auch alphabetisch und fange mit England an. Oh. Beziehungsweise ich geh mal einen Schritt weiter und sag Großbritannien an sich, weil ich einerseits gern England, andererseits gern Schottland sehen würde. England interessiert mich vor allem mal London, das ist einfach eine Stadt, die muss man wahrscheinlich mal gesehen haben. Und ja, das ist auch da eine waren Sache, wir schon, die, das ist toll da. Ne? Und das ist auch eine Sache, die bei mir auf dem Plan steht, also das wird mit Sicherheit irgendwann passieren. Und Schottland, aufgrund meiner Whisky-Affinität, will ich da auf jeden Fall auch mal durchreisen. Im Endeffekt auch Irland mit, weil das einfach ein schönes Land ist. Das ist so eine grüne Insel, ne? Und also da gibt es, denke ich, ganz viel zu sehen. Und deswegen sage ich einfach mal Großbritannien jetzt komplett. Da könnte man mit Sicherheit mal schön was entdecken. Auch Wales ist schätze ich relativ schön, da war ich jetzt noch nicht. Also wir waren jetzt völlig uninformiert, muss ich sagen. Okay, also wir waren ja in London und London ist wirklich eine der schönsten Städte, in die ich jemals gereist bin. Also wirklich wunderschön da, auch sehr kulturell. Die Küche ist auch nicht so schlimm, wie man denkt, außer dass mein Magen ist ein bisschen empfindlich und da ist wirklich alles fettig. Auch die Salatsauce, ich hatte da andauernd Bauchschmerzen, aber ich bin da auch so ein bisschen empfindlich, was das angeht. Aber ich höre auch immer wieder, auch von meinen Eltern, die meinen, wenn man England sehen will, dann soll man nicht nach London fahren, weil London ja sehr globalisiert ist, sage ich jetzt mal, was ja nicht schlimm ist. Ja, natürlich. Aber es ist halt noch was anderes, als wenn du irgendwie nach Südengland oder Nordengland oder was weiß ich was fährst, als nach London, weil es da angeblich, ich war noch nie da wirklich Englisch sein soll. Ja, und deswegen für mich auch Schottland halt mit, weil das eben, also das ist halt auch eine Sache, wo ich sagen würde, ich mache mal eine Reise um Schottland oder durch Schottland, um dort wirklich mal ein paar Whisky-Brennereien zu sehen, mal ein bisschen das Land zu sehen und mehr als halt nur die Hauptstadt von irgendwas jetzt, ne? Also der Richtung. Und Irland, weil es schön grün ist irgendwie. Kann ich verstehen. Ja, ja, das, ja.
reicht eigentlich schon dazu. Ich denke, jeder stellt sich was darunter vor, kann sich was darunter vorstellen. Ja. Also ich würde mir vor allen Dingen den Steinkreis mal geben, einfach mal zum Stonehenge? Anschauen, ob das Stonehenge, ob es denn wirklich so akkurat gibt. Und mal dagegen treten, ob es hält. Ne? Dann fliegt alles um und da kommst du ins Gefängnis. Nee, da kommen schon die Druiden und die werden mich dann schon entsprechend dann verfluchen. Die Druiden? Die Druiden? Ja, wahrscheinlich. Also von zu meinem ersten Land, was ich mir vorstellen wollte, tatsächlich wäre mal Amerika, weil ich war noch nie Amerika. Ich war immer Kanada, war immer ein paar Wochen bei einem Verwandten. Aber Amerika selbst war ich noch nie. Florida soll immer sehr schön sein, auch vom Wetter her, auch von der Begebenheit her, Einkauf und alles. Und einfach mal ein bisschen, tatsächlich würde es mich reizen, einfach mal so, in Anführungszeichen, so Sumpflandschaft, einfach mal Touristenführung machen. Also so irgendwie diese Parks mir anzuschauen. Und, diese Nationalparks meinst du? Die Nationalparks. Da brauchst du aber viel Zeit und Geld. Da braucht man viel Zeit und Geld dafür. Aber mich würd's definitiv einfach mal reizen, weil das ist etwas, was wahrscheinlich in ein paar hundert Jahren vielleicht nicht mehr so in der Form existieren wird. Ja, oder aber sagen wir mal. Ja, stimmt, dann, du auch nicht. Ja, und von dem her, ja, mich würde schon reizen, mal generell einfach mal selber Eindrücke zu bekommen, weil du kannst auch nur so gute Eindrücke bekommen, einfach nur vom Fernsehen oder sowas, aber so mal selber die Dinge zu sehen. Ich meine auch die Präsidenten, wie heißt das gute Monument da? Mount Rushmore? Mount Rushmore. Würde mich auch einfach reizen. Einfach mal diese, es sind Touristenfallen im Prinzip, aber mich würde es reizen. Bist du ein Tourist, also warum nicht? Ja, eben. Du kommst ja nicht aus gewissen Regionen, also bist du auch nicht von Trump direkt verhaftet. Genau, das passt richtig. Schon. Ich finde das witzig, dass du Amerika sagst, weil ich habe mir drei Länder ausgesucht, weil ich mir eigentlich ziemlich sicher war, dass eins dieser beiden Länder auch genannt wird. Ja, du wirst mein nächstes auch als nächstes nennen, das weiß ich jetzt schon. Und ja, Amerika hatte ich tatsächlich auch in Hinterhand als Ersatz, falls das andere vorher genannt wird. Mich reizt da insbesondere die Region Kalifornien, muss ich sagen. Wenn da mal gerade nicht irgendwie Waldbrände sind, ist es da, glaube ich, ganz schön. Aber da auch gilt auch wieder, ich glaube, Amerika macht sich das mit, um jetzt politisch zu werden, mit Umwelt, so ein bisschen alles selber kaputt, weil die sind da ja schon unmittelbar betroffen direkt vom Klimawandel, was Sellers auch eben gesagt hat. Und bei Kalifornien, da ist ja auch, ich glaube, andauernd irgendwie Wasserknappheit oder so, ne? Ja, ständig Trockenheit. Also richtig übel. Ich denke, in Amerika gibt es allgemein sehr, sehr viel zu sehen. Also da gibt es ja wirklich auch große Städte. Chicago. Zum Beispiel. In New York, San Francisco, Los Angeles, was weiß ich noch alles. Ja, und klar. Mein Nachbar, also mein früherer Nachbar, das war ein guter Kumpel von uns, der hat vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren mal so eine Tour gemacht. Da war der, glaube ich, 3 oder 4 Wochen lang war der durch Amerika getourt. Und es hat wirklich eine riesen, riesen Tour gemacht und war nur unterwegs. Was der uns an Bildern gezeigt hat und was er so erzählt hat, das war schon echt interessant. Also ich denke, sowas kann man auf jeden Fall mal erleben. Und da ist es wirklich gut, mal mehr zu sehen, als halt, also auch da mehr als nur die Städte zu sehen und wirklich mal eine Tour durchs Land zu machen. Aber es ist auch groß, ne? Das zieht sich ganz schön. Das sollte man du nicht vergessen. Du brauchst schon eine Menge Zeit. Ja. Und wenn, damit es sich lohnt, musst du halt einen Wohnwagen mieten oder irgendwas. Das ist halt wirklich, dass du halt einfach wirklich in die Pampa fahren kannst, dir irgendwann sagen kannst, okay, jetzt halten wir einfach mal hier und weil ein Motel kostet auch wieder zu viel und so sicher sind die auch nicht so unbedingt. Also kannst du dich auch irgendwie in die Pampa stellen haben und ganz sagen, gute Mietwagen da, soweit ich weiß. Eben, deshalb, sowas hätte ich dann auch eigentlich gedacht. Ja, schön ist es da definitiv. Also, ja, kann ich Road verstehen. Road 66 muss ich mir auch nochmal angucken. Oh. Road 66. Ja. Wir wollten sie heute ein bisschen kürzer halten, dann mache ich mal direkt mit dem nächsten Land, was vermutlich zumindest Zellos auch auf der Liste hat, nämlich Japan. Ich hab's gewusst. Ja, weiß nicht, ich mag Japaner, sie sind verrückt, sie sind technisch affin, ich mag sie. Ja. Ich werde da wahrscheinlich verhungern oder mich verirren, also verhungern, weil ich nicht gerne Fisch esse und mich verirren, weil ich einen schlechten Orientierungssinn habe. Aber Japan wäre auch tatsächlich einer der wenigen Orte auf dieser Welt, wo ich sagen würde, ja, das würde sich wirklich lohnen, da lange für hinzureisen. Aber mit dem Jetlag und allem, das stelle ich mir echt krass vor. Und da wirst du wahrscheinlich voll blöd angeguckt, weil du total anders aussiehst als alle anderen, die alle gleich aussehen. Nee, das Interessante ist bei den Japanern, sobald die sehen, dass du so andersartig bist, Schwarzen, bei Amerikanern oder bei Russen, die ein bisschen größer sind, stämmiger, die sind auch immer total begeistert, machen immer Fotos und sowas. Hab ich auch schon gedacht, Ja, weil die Durchschnittsgröße von den Leuten ist ja 1,50 oder sowas. Und wenn dann plötzlich so ein 1,90-Kerler kommt, ja, klar. Der da 3-4 Japanerinnen geschwind stemmen kann, das ist dann schon Sensation für die natürlich. Nee, aber mich würde es generell reizen,
Gut, einerseits ein paar Tage so in eine größere Stätte zu verbringen. So Shibuya, Tokio, einfach mal ein bisschen shoppen gehen und irgendwie sowas. Ja, da gibt es ja vor allen Dingen auch ein Stadtviertel in Tokio, das ist so groß wie Ja. manche deutsche Städte und da Ja. ist nur Elektronik. Da kannst du Also wirklich nicht alles nur kaufen. Da gibt Elektronik es und Läden, wo Shopper, du ja. selbst gebrauchte N64 und sowas im Laden kaufen kannst. Ja, alles. Alles. Oh, schön Aber wäre das. was mich aber auch mega reizen würde, es klingt vielleicht ein bisschen klischee-mäßig, aber ich würde mir auch gerne mal solche Schreine einfach mal anschauen. Einfach mal irgendwelche Auf jeden solche Fall. Ein bisschen Kultur kulturellen mitnehmen, ja. Sensationen mal anzuschauen, weißt du? Also so irgendwelche, was weiß ich, eine 30-Meter-Eiche mal zu sehen irgendwo im Wald, das reizt mir trotzdem, weißt du? Also so kleine Wanderungen zu machen. Ein spannendes Land, da kann man gar nicht lang genug. Also da Ja. bin ich echt ein bisschen überlegen, ob man da aus einem Erlebnisurlaub machen sollte oder ob man da eher einen Kultururlaub daraus machen sollte. Aber Ich Kultururlaub dauert glaube, halt wenn du länger. das mischst, dann versaust du dir so ein bisschen Ich den glaube das Urlaub. auch. Ich Ich glaube würde, das glaube ich, auch. eher so ein Entertainment, ich besauf mich mit Sake und gehe ins Elektronikviertelurlaub machen. Sake ist gar nicht mal so lecker. Doch, also Sake geht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ja, es schmeckt gut, aber ich würde auch nicht sagen, es schmeckt schlecht. Also ich Es würde es schmeckt trinken, gut, wenn das es ist mir eh nochmal jemand was gibt. anderes. Aber das Richtig. ist so eklig warm, wenn die das warm servieren und. Oh. Ich. Naja. Ja, das ist aber das Übliche beim Sake, ja. Es muss auch krass Ja. sein, wenn du in diese Häuser gehst und die sind alle für kleinere Menschen gemacht und. Ja, vor allem, wir haben ja nicht mal einen Stuhl da, die sitzen ja alle auf dem Fußboden. Muss den Stuhl mitnehmen. Und So ein nicht den Campingstuhl. Weißt Klapphocker. du, darüber, über was die Leute hier bei uns hier haben, mit 5 oder 6 Meter Quadratwohnung, bei denen ist es ja schon fast Luxus, ne? Denen reicht es ja. Also die können auf dem Boden liegen, die können auf dem Boden essen, die haben einen Fernseher noch in der Ecke stehen. Ja, die sind nicht so anspruchsvoll in Nee, Anführungszeichen. Die also Deutschen, die verbrauchen viel Platz, haben ein die großes sind Auto, müssen alle sehr SUV fahren und so weiter und so fort. platzeffizient, würde ich es Ja. einfach mal nennen. Die sind einfach sehr effizient, was das betrifft. Definitiv. Ja. Ja, würde Aber mich aber auch Japan einigen wir definitiv uns, da würden reizen. wir alle hinfahren. Ja, Ja. definitiv. Aber ich glaube, da brauche ich Zeit und Geld. Ja. Da brauche ich Zeit, vor allen Dingen. Und jemanden, der gut Japanisch spricht. Ich weiß gar nicht, ob da alle Englisch Oh, sprechen können. ich würd mir Mit echt die Englisch Mühe kommst du nicht machen. weit. Also ich würde, nee, mit Englisch würde ich, glaube ich, nicht viel. Also ich würde fast anfangen dann, wenn ich plane, quasi in einem Jahr möchte ich nach Japan, fange ich eigentlich dann heute schon an, Japanisch zu lernen. Das So ist ist einfach krass, so. ja. Mein bester Kumpel und ich, wir haben auch den Plan, um das Thema halt mal weiterzuführen, irgendwann mal nach Japan zu gehen. Und wir haben uns da so gedacht, dass wir uns, also wir brauchen da natürlich entsprechend viel Geld dafür. Wir wollen dort ein paar Monate Ja. verbringen. Wann das mal sein wird, das kann man nicht sagen, eben weil es so teuer ist. Und wir wollen natürlich bis dahin auch das Japanisch können, dass wir uns zumindest vernünftig verständigen können. Und dann, wie gesagt, also wirklich mal ein paar Monate, also so mindestens 3, würde ich sagen. Je nachdem, wie es da mit dem Visa ist. Ich weiß es nicht ganz genau, da fehlt mir ein Es bisschen ist jetzt die ja Information. bei Japan ist es ja so, du hast ja nicht nur die Sprachbarriere, du hast ja auch diesen Knigge, sage ich mal, den Ja, Tischmaniere, natürlich. Knigge, das Ja, alles das mit der kriegst du Sprache. schnell drauf. Das Ja, ist kannst du aber einfach YouTube-Video trotzdem bei 15 denen ganz anders Minuten, als bei fertig. uns, finde ich Also, ja. ne, das ist auf jeden Fall der Plan. Und irgendwann werden wir das machen, wenn wir mal genug Geld haben, um uns ein halbes Jahr quasi aus dem Leben zu reißen. Dann geht das los. Das Das wäre ist mal was. auf jeden Fall ein Plan. Das wird irgendwann gemacht. Spätestens als alter Rentner gehe ich dann hin. Oh, Ah, das will ich aber auch nicht als Rentner haben. Ich will das ich eigentlich will das eigentlich tatsächlich auch noch eher in. so Mitte 30 oder sowas, Ja, ich will jetzt nicht so sagen, in ein meiner Alter, Jugend, 40. der Zeitpunkt ist rum. Ja, Aber, ne, schon, zumindest in aber. jüngeren Jahren, dass man noch ein bisschen knackig ist quasi. Aber ist ja Hallo. interessant. Ja, gut, dann weiß ich nicht. Würden wir sonst mit Japan durch sind, ist Rikos mit seinem zweiten Land dran. Das wäre Japan. Das Ich wäre habe mich jetzt Japan leider vorbereitet. gewesen. Du Genau, warst auch ja, nicht habe ich das spontan jetzt irgendwie ein erzählt. anderes Land oder sowas. Nee, das wie Okay, gesagt, durch die dann, wenn ihr englischen noch was Sender erzählen und wollt zu Japan. Japan, dann passt das, Nee, habe ich ja ansonsten. gerade. Ich habe das jetzt direkt angefügt, Ach, so perfekt, okay. als meinen Teil. Ja, Gut, ich würde das wohl ja. direkt weitergeben. Zellos, hey, Zellos. hast du noch was? Was ich noch hätte, eventuell. Bisschen schwierig. Ich war schon in vielen Ländern und eins habe ich ja schon genannt, das mit Amerika, wo mich reizen würde. Komischerweise, China würde mich noch interessieren. Einfach irgendwie so ländliche Gegend, China mal zu erleben oder einfach Ich mal. glaube, das ist schwierig. Ich hatte Ich eine glaube, da komme Arbeitskollegin, die ich war mal in schwierig ins China im Land. Urlaub und die chinesische Regierung versucht alles, damit du Was schön nicht auf dem chinesisch Weg ist. bleibst und alles siehst, was schön ist, aber sobald du Ja. von dem Weg abgehst, hat die Ja. gesagt, das ist ja schon 10 Jahre her, ja, kommen Sie doch mal, Sie verlassen den Reiseweg. Also es soll wohl ganz schwierig sein, wenn du nach China reist, angeblich, also ich kann das nur so wiedergeben, so diese bewussten Pfade zu verlassen, das ist wohl sehr schwierig dort Ja. tatsächlich. Nee, das ist ja auch das, was ich so ein bisschen mitbekommen habe, dass du dann quasi angeleitet bist oder es gibt halt auch eine große Kluft, reich und arm in China. Das merkt man auch sofort, wenn man Richtung Hauptstadt geht und auch Richtung Land. Die haben wenig Geld, die sind Selbstversorger. Und das bisschen, was sie verkaufen, das reicht gerade noch zum Leben, aber für irgendwie Spaß, Spiel, Schokolade reicht das nicht. Definitiv nicht. Oh.
Ja. Nee, aber würde mich trotzdem reizen. Ich sag mal so an sich einfach mal aus dem kulturellen Stand auch so ein bisschen, auch weil nach wie vor Japan asiatisch eingehaucht. Und tatsächlich einfach mal so Tempel besuchen und sowas. Einfach so Mehr so kulturell. Sehenswürdigkeiten. Kultureller Besuch, Okay. ja. Das würde mich reizen. Ich kann Joa. dann übrigens auch noch ein ganz kurzes Ja, ich habe auch noch ein ganz kurzes. Ding anbringen. Mach Ich du ruhig. Also wenn mache du in das fertig zwei hast, ja. Sätzen, Lissabon wird mich noch reizen. Die Bilder, die ich gesehen habe, sahen sehr schön aus. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja. Ist doch auch schön, Da wenn es kann ich schön ist. Barcelona empfehlen, wer das Da noch war nicht ich gesehen schon. hat. Da war ich Barcelona, schon. Da ist okay. auch sehr cool. Ja, ich habe noch eine Sache. Ich habe eine Freundin, die ist Philippinin. Und da ist auch der Plan, dass wir mal gemeinsam irgendwann mal mit, vielleicht mit ein paar Freunden zusammen dort mal nach auf die Philippinen reisen und dort mal was erleben. Und das wäre dann, weil ihre Familie lebt halt noch dort, das wäre dann halt auch so eine Geschichte, wo man mal nicht nur das Übliche kennenlernen würde, sondern wirklich das echte Leben dort. Ja, Das klar. wird bestimmt auch mal passieren und wird mich aufgrund der Erzählungen auch mal reizen, das zu machen irgendwann. Ja, und Thailand, aber wobei Thailand, glaube ich, ist klimatisch schwierig. Wieso? Also Da ist es so meine mega schwül die ganze Zeit, oder Ja, nicht? da waren meine Kumpels vor 2 Jahren oder so auch auf Thailand. In Thailand. Auf In Thailand, auf Thailand. Thailand, an In Thailand. Thailand. In Ja. Thailand. An Thailand. An Thailand, genau. Um Ja. Thailand und über Genau. Thailand. Und Ja, unter also wie Thailand. gesagt, Philippinen. Das wird irgendwann Ja. auch mal entstehen, denke ich. Ja. Nee, das hört sich schon interessant. Ich habe immer wieder mal überlegt über Indien, aber ich bin mir noch nicht so ganz im Reine, weil, Da bin ich weiß auch nicht. skeptisch, was Nee, Essen angeht. das würde mich gar nicht reizen. Das Essen ist gut, aber der Rest Das interessiert mich nicht. Essen halt, ja. Du kannst auch hier ins Restaurant Kannst auch gehen. bestellen. Ich weiß, Nee, aber ist auch Indien richtig finde ich, oberflächlich. also ich will mir jetzt hier keine Hasse aufziehen, also keinen Hass aufziehen, Machst du aber schon? ich finde die indische Kultur überhaupt nicht interessant. Und ich mag dieses Bollywood überhaupt nicht. Und Gibt es ist auch auch so ein Baumstämme Land, wo dort. 10% reich sind und Bollywood, und die alle 90% sind arm und verhungern. Und weiß Das ist ich ja auch nicht. überbevölkert, das Land, ne? Das Ja, ist ja auch so also ein Ding. Indien, ne. Ne. Bei China aber auch genauso. Ja, ne. Aber da hat ja jeder Aber seine verschiedenen Geschmäcker, das ist ich ja wäre auch trotzdem mal okay. dafür, dass wir irgendwann mal eine Bollywood-Vorstellung zusammen mal besuchen und dann alle so tanzen und sagen: Das fällt aus, ey. Oh, Da kannst du mich jagen mit. Rikus, du kannst auch mal ein React-Video zu Bollywood mal hochladen auf unserem Oh, okay, so Kanal. ein schöner Ja. Bollywood-Film, so. Wir hatten mal gesagt, wir machen mal irgendeine Aufnahme und wenn der Verlierer muss irgendwas machen, da könnt ihr euch Ja. gern, ne? Okay. War das Das beim können wir ja Race zum oder wie nächsten, war das das? war bei den Beim Races nächsten Mal. tatsächlich. Aber wir Ja, driften gerade ja. vom Thema ab. Ich wollte so Ja, eigentlich okay. langsam abmoderieren. Ja, dann moderier ab. Wir bereden das gleich nochmal kurz. Genau. Dann, ja, bedanke ich mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Tschüssili.